Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und heute möchte ich euch zeigen, wie ich die Warwalker meiner Elder-Armee bemalt habe. Auch dieses Video gehört zur Projektreihe How to Paint Armies. In dieser Reihe zeige ich euch, wie ich die Bemalung meiner Elder-Armee umgesetzt habe. Und wie auch bei den anderen Videos dieser Reihe, sind die ersten Schritte nicht auf Kamera gebannt. Das heißt, auch hier hatte ich die Bemalung im Vorfeld angefangen. Diese möchte ich aber nun zu Ende bringen und das nach wie vor hier in Form eines Videos für euch, für mich, für wen auch immer gerne festhalten. Begonnen hatte ich damit, dass ich die Miniaturen ähnlich wie die Jetbikes oder die Viper in Weiß grundiert hatte und hatte dann mit Candy Magenta, Candy Blue von den Vallejo Premium Airbrush Farben, habe ich dann entsprechend das Vormuster aufgesprüht. Danach habe ich das Rautenmuster aufgeklebt oder abgeklebt, sagen wir es mal so. Um es dann quasi mit Mechanicus Standard Grey das Modell erneut zu grundieren. Als dann die Grundierung fertig war, bin ich hergegangen und habe die Aufkleber wieder abgezogen und dadurch ist dann entsprechend dieses Wabenmuster entstanden, was wir hier auf den Modellen sehen, beziehungsweise auf den Fahrzeugen meiner Elder-Armee zu sehen sind. Der nächste Schritt bestand darin, dass ich das gesamte Modell, oder die beiden Modelle, ich habe jetzt zwei Modelle in dem Video hier parallel bemalt, einmal mit Null Oil geschadet habe. Ich habe versucht, das möglichst nur in die Vertiefungen zu machen. Wenn jetzt aber auch an andere Stellen Null Oil gekommen ist, war das in dem Moment nicht so schlimm, da ich das im späteren Verlauf auf jeden Fall wieder ausbessern möchte. Zu der Elder-Armee ist zu sagen, von mir hatte ich angefangen, vor über einem Jahr, meine ich. Die Zeit, die geht ja immer so schnell, gerade wenn man von einem Projekt zum anderen quasi begeistert, geht ja so ein Jahr relativ schnell rum. Nichtsdestotrotz wollte ich es jetzt hier beenden, das Craftworld-Projekt. Was heißt beenden? Zumindest erstmal die Miniatur bemalen, die ich schon vorhanden habe. Wie gesagt, das ganze Modell wurde einmal mit Nullen Oil geshadet. Nachdem dann das Shade getrocknet war, habe ich das Grau wieder ausgebessert. Entsprechend habe ich mir Mechanicus Standard Grey geschnappt, dies etwas mit Wasser vermischt und dann an den Stellen, wo ich dann doch kein Null Oil haben wollte, Mechanicus Standard Grey wieder aufgetragen. Dadurch erzielt man einen etwas sauberen Panzerlook, gerade dann, wenn man das Shade jetzt nicht allzu ordentlich aufgetragen hat. Danach habe ich mich dafür entschieden, schon einmal die orangenen Stellen der Walker zu malen. Auch hier habe ich mich dafür ein weiteres Mal dafür entschieden, die Fahrzeuge nicht absolut hundertprozentig identisch zu machen, sondern die orangenen Elemente der Fahrzeuge zu variieren. Entsprechend habe ich hier und da nach Gutdünken einfach dann das Orange aufgetragen. Hierbei habe ich darauf geachtet, dass es natürlich möglichst deckend ist, gerne auch eine zweite Schicht davon auftragen. Da muss man einfach mal schauen, wie die Farbe dann einfach sich auf dem Modell verhält. Im nächsten Schritt habe ich Dawnstone an die Kanten der grauen Stellen gemalt, also überall da, wo irgendwo eine Kante, eine Rille, was auch immer ist, wurde einmal Dawnstone als Kantenakzent aufgetragen, um einfach das Grau ein bisschen plastischer wirken zu lassen. Gerade dann, wenn die Vertiefungen ja mit Null Oil abgedunkelt sind, hat man, finde ich, so einen schönen, dezenten Kontrast. Man könnte es natürlich noch weiter auf die Spitze treiben, aber wie gesagt, in meinem Fall hat mir die Highlights mit Dawnstone so auch schon gereicht.
Damit waren dann auch die grauen Partien der Walker soweit fertig. Nun habe ich die orangenen Teile noch ein bisschen aufgehellt. Und zwar habe ich das mit Trollslayer Orange gemacht. Das ist wie gesagt ein schön kräftiges Orange, was meiner Meinung nach sehr gut zu dem Grau passt. Das habe ich einmal auf die gesamten orangenen Stellen aufgemalt. Ja, mir war es jetzt nicht ganz so wichtig, wenn es nicht so 100% deckend ist. Aber insgesamt ja, muss einfach die Oberfläche in dem Moment einfach gefallen. Da muss man einfach schauen, wie man das haben möchte. Um auch den orangenen Teilen dann einen Kantenakzent zu geben, habe ich mir Dragon Bright Orange geschnappt. Und das ähnlich wie das Dawnstorm am Grau. Diesmal allerdings auf die orangenen Kanten aufgetragen. Hier habe ich darauf geachtet, dass ich möglichst dünne Kanten oder dünne Linien ziehe und die Farbe nicht allzu dick ist. Ansonsten, wenn es einem zu dick wird, kann man natürlich dann auch mit dem Trollslayer Orange das wieder ausbessern. Auch hier zählt immer der individuelle Geschmack oder das, was man halt erreichen möchte. Im nächsten Schritt habe ich die Waffen und ja, vereinzelte, ich sag jetzt mal Edelsteine mit Liberator Gold bemalt. Das ist, ja, ich sag's immer wieder, einer meiner Lieblingsfarbtöne, gerade was Gold betrifft. Es ist wie so ein Shining Gold, also es ist nicht kein purer gelber Goldton, sondern es geht so ein bisschen mehr ins Silberne. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ja, die Waffen habe ich damit bemalt, hier und da ein paar Schläuche. Diese Elemente sind dann bei meinen Armeen halt immer Gold. An manchen Stellen halt auch die Edelsteine. Danach folgt ein kleines Detail, und zwar habe ich die Augen des Piloten mit Temple Guard Blue bemalt. Hierbei habe ich darauf geachtet, dass ich möglichst natürlich nur die Augen oder die Vertiefung der Augen treffe und nicht irgendwie den Helm oder die Gesichtsmaske. Das war quasi so der nächste kleine Schritt. Als nächstes habe ich alle die Edelsteine, die zuvor nicht zufällig schon Gold geworden sind, einmal mit Schwarz grundiert. Vornehmlich quasi die Edelsteine an den Beinen, an der Waffe etc. Die wurden einmal in Schwarz bemalt. Dann folgten nochmal in Liberator Gold ein paar Edelsteine, die ich nicht bunt haben wollte. Die habe ich jetzt auch noch nachträglich mit Liberator Gold bemalt. Da ich jetzt nicht alle Sachen oder alle Knüppelchen an den guten Walkern in irgendeiner Farbe haben wollte als Edelstein, deswegen wurden die dann auch Gold bemalt. Dann folgten die Bemalung der Edelsteine. Hier habe ich mit den blauen Steinen begonnen. Diese habe ich erst einmal mit einem Mix aus Cantor Blue und Black bemalt, so allerdings halbmondförmig. Ich hoffe, ich kriege es gut beschrieben. Also quasi von der oberen linken Ecke runter zur unteren rechten Ecke in Halbmond quasi gezeichnet, sodass oben rechts der Teil des zukünftigen Edelsteins dann in Schwarz bleibt. Danach, kleiner werdend, habe ich diesen Halbmond, den ich gemalt habe, mit einem reinen Cantor Blue ausgemalt, um dann in zwei Schritten das Cantor Blue weiter aufzuhellen mit Weiß und zur Spitze hin wirklich einen sehr hellen, ja schon fast pastellfarbenen blauen Stein zu erzeugen. Ist halt einfach ein Schema der Steine, wie ich angefangen habe, diese auf meinem Serpent damals zu bemalen. Deswegen behalte ich einfach dieses Farbschema bei meinen Eltern, damit es einfach insgesamt einheitlich wirkt. Und mir gefällt es auch ganz gut. Danach folgte die Bemalung der grünen Steine. Dafür habe ich die Technik und die Schritte, die ich zuvor bei den blauen Steinen genutzt habe, mit Caliban Green wiederholt. Auch hier wieder erst ein Mix Caliban Green Black, pures Caliban Green und dann das Caliban Green in zwei Schritten mit Weiß aufgehellt. Abschließend, das erwähne ich jetzt schon mal an der Stelle, weil ich es nicht separat gefilmt habe, habe ich natürlich alle Edelsteine dann nochmal mit einem Gloss-Varnish bemalt, damit sie einfach auch einen glänzenden zusätzlichen Effekt haben.
wirkt auch eigentlich ganz gut. Danach folgten die roten Steine, welche ich mit Corn Red bemalt habe. Also auch hier wieder die Technik bleibt identisch. Corn Red mit Schwarz, Corn Red pur und dann halt zweimal das Corn Red mit Weiß aufgehellt. Es wird natürlich dann zu einem Rosa, das war mir bewusst. Habe ich aber dennoch einfach so in Kauf genommen, weil es meiner Meinung nach gut zu den restlichen Steinen dann letzten Endes passt. Dann wollte ich an den Warwalkern an der einen oder anderen Stelle noch eine grüne Beleuchtung darstellen oder grüne Lampen, Dioden, wie auch immer. Diese habe ich zunächst einmal mit Weiß wieder grundiert. Dann habe ich mich um die letzten Edelsteine, und zwar die der Waffen, gekümmert. Ich sagte ja schon mal bei der Viper, die Waffenedelsteine meiner Elder-Armee sind prinzipiell immer in lila. Dafür habe ich Xerxes Purple genommen, dies wieder mit Schwarz gemischt, zweimal dann mit Weiß aufgehellt dann auf die reine Grundfarbe, um dadurch einfach einen schönen lila Ton zu erzeugen. Abschließend habe ich die zuvor gold bemalten Teile und die Edelsteine noch einmal mit Nuln Oil geschadet. Gerade die Waffenteile sind wichtig, dass diese einmal komplett mit Nuln Oil überzogen werden. Also dass das wirklich komplett damit bedeckt wird. Das finde ich gibt dem Gold einfach nur so einen schönen alten Look, den ich eigentlich sehr gerne sehe und sehr gerne auf den Miniaturen habe. Als vorletzten Schritt habe ich dann noch mit Screaming Skull den Gurt des Piloten bemalt und dann noch einmal mit Temple Guard Blue das kleine Display am Joystick als kleines Detail. Wirklich sehen tut man es erstmal nicht, muss man sich die Figur schon genau anschauen. Dann fällt es auf, dass auch ein bisschen Farbe gelandet ist. Auch hier muss jeder selber für sich entscheiden, bemale ich so ein Detail, lasse ich es offen oder nicht. Da entscheidet natürlich immer der ganz persönliche Geschmack. Ja, der letzte Schritt der Bemalung bestand dann darin, dass ich mit dem Fluorescence Green von Vallejo die zuvor weiß angemalten Steine bemalt habe, die einfach dadurch ein Leuchten, grüne LED oder eine grüne Beleuchtung, wie auch immer, darstellen sollte. Und damit waren dann auch die beiden Warwalker fertig bemalt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, teilt mir dies gerne in den Kommentaren mit. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir dies selbstverständlich auch gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, nutzt den Kommentarbereich meiner Videos. Ich freue mich darüber. Ich antworte auf alle Kommentare, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und bis dahin, ciao!